Was geht und willkommen zur vierten Folge der neuen Orga-Season. Ich bin's wieder, euer Lieblings-Orga-Boy Fufu. War letzte Woche noch ganz entspannt an der Ostsee, bin jetzt aber wieder zurück für euch, um euch die Orga-News zu präsentieren. Los geht's! Das sind die folgenden Themen der heutigen Sendung. Politik wie immer, ihr wisst selber. Depp der Woche auch wieder mit dabei. Der Wirtschaftsbericht von mir. Top-Hit der Woche, unsere neue Kategorie. Stars und Sternchen, ganz wichtig. Wenn kommt, dann kommt mit Costa. Sport mit dem weißen Brasilianer und das Wetter zum Schluss. Ich habe wirklich gehofft, dass ich dieses Jahr nicht nochmal darüber reden muss. Ist jetzt leider doch nochmal passiert. Der zweite Lockdown steht vor der Tür. Ab morgen geht gar nichts mehr. Bars und Restaurants müssen schließen. Sogar Tipico macht zu. Also Leute, die Maßnahmen werden verschärft. In Bayern haben sie schon die Katastrophenwarnung ausgerufen. Das heißt also, Abstand halten und gesund bleiben. Auch diese Woche sind mir wieder ein paar Leute wirklich richtig auf die Eier gegangen. Ob es der Praktikant ist, der Nachbar oder der Fahrradfahrer an der Ampel, das Gefühl kennt wirklich jeder. Der Depp der Woche, jetzt präsentiert von mir. Manne Lucha, der Gesundheitsminister von den Grünen, ist der Meinung, dass Herbstferien überbewertet sind. Mein lieber Manne, Kinder haben es oft schwieriger als man glaubt, da tun doch so ein paar Ferien wirklich niemandem weh. Nur weil du keine Ferien mehr hast, brauchst du das nicht an anderen Leuten auslassen. Ich meine, du hast dir deinen Beruf selber ausgesucht, oder? Also, schön entspannt bleiben, lass die Kinder in Ruhe und die Herbstferien auch. Wie wir alle wissen, schläft die Wirtschaft nie. Und wenn es auch nur irgendwo ein bisschen nach Geld riecht, sind die Deutschrapper natürlich nicht weit weg. Nachdem Capi vor einiger Zeit eine Pizza rausgebracht hat, versuchen sich jetzt einige andere Leute auch noch in dem Essensbusiness. AZ mit einem Green Kebab, was das soll, weiß glaube ich echt gar kein Mensch. Und Luciano mit einem KFC-Menü. Was mich aber am meisten freuen würde, wenn es eine Kollabo zwischen Travis Scott und McDonald's geben würde. Heute geht es in unserer Werbung mal wieder um unseren Merchandise-Shop. Für den haben wir letztens eine Kampagne geschossen. Danke an Paula für die geilen Bilder und ich hoffe mal, in der Uni ist das Projekt auch ziemlich gut angekommen. Hier gucken wir jetzt nochmal ein bisschen rein. Hier seht ihr das Ding. Zack, zack, zack. Alles drinne, Podcast, unsere Clips. Und natürlich auch der Merchandise-Shop. Unser Top-Hit der Woche hätte gut und gerne mal 3 Monate früher erscheinen können. Sabbat 251, der Bruder aus Wien, mit einem Hammer-Track. Geiler Sound, wirklich Leute, da hören wir jetzt mal rein. Costa, spielen wir das Ding mal ab. Mit Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Heute bei Stars und Sternchen geht es um Sacha Baron Cohen Moen Toen. Seine Tochter hat nämlich mitgespielt in dem neuen Borat-Film und wer den neuen Film gesehen hat, müsste eigentlich gesehen haben, dass da ziemlich viele Sachen passiert ist, die du nicht unbedingt gerne von deiner Tochter sehen möchtest oder in der Situation möchtest du deine Tochter nicht sehen. Er hat es trotzdem ziemlich durchgezogen und war dann am Ende doch irgendwie ziemlich traurig, das Ganze, oder? Jetzt gibt es wieder Gewinner. Bei Wenn kommt, dann kommt haben wir letzte Woche eine Automarke gesucht. Es war natürlich ein BMW und dazu gibt es auch einen Gewinner. Trommelwirbel bitte. Paulinus Luca, du hast das Ding gewonnen. Schreib uns doch eine DM bei Instagram und dann schicken wir dir ein kleines Geschenk zu und ein paar Sticker kriegst du von mir auch noch dazu. Und keine Sorge für die Leute, die nichts gewonnen haben. Jetzt gibt es eine neue Folge. Wenn kommt, dann kommt mit Costa. Wenn kommt, dann kommt. Ja, was geht Leute? Malaka Costa hier. Herzlich willkommen zu Wenn kommt, dann kommt. Heute mit diesem tollen Preis. Du weißt. Dazu suchen wir heute wieder Malaka ein Auto. Guckst du hier? Und weißt du, welche du weißt? Malaka, Fufu sagt dann nächste Woche. Schreib in Kommentare. Hadere, bis nächste Woche. Danke Costa. Na seht ihr Leute, irgendwie wird das Rätsel doch zu machen sein, oder? Jetzt geht's sportlich weiter bei uns. Schnicks, der weiße Brasilianer. Ihr wisst selber, den kann nichts aufhalten und genau deswegen jetzt der Sport für euch.
Danke, Fufu. Barca steht ohne Trainer da und Alabas dritte Vertragsverhandlungen sind auch geplatzt. Ich bin ja mal gespannt, ob sich diese Wege noch treffen. Gerüchten zufolge waren die ja letztes Jahr schon an dem dran. Die Bulli war wie immer spannend. Dort geht's ja ab sofort erstmal ohne Zuschauer weiter. Ich bin mal gespannt, wie lange und hoffe, dass es bald ein Ende hat. Das war's von mir. Zurück zu dir. Danke, Schnicks. Wart mal noch auf mich. Wir gehen gleich noch eine kleine Sportzigarette rauchen. Das war's nämlich für heute. Feierabend. Kommentieren, abonnieren, diese scheiß Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns auch nächste Woche in aller Frische. Costa, mein guter alter Freund, jetzt noch mit dem Wetter für euch. Heide, bis nächste Woche. Danke, Fufure. Malaka, herzlich willkommen, Leute, zu Wetter mit Costa. Und was soll ich sagen, nächste Woche ist eh scheißegal, Malaka, du darfst nicht rausgehen. Aber wenn du rausgehst, bissle Sonne, bissle Wind, bissle Regen, aber bissle Wolke auch. Musst du dick anziehen, aber trotzdem Abstand halten, Leute, ja? Bis nächste Woche. My swagger back. Oh, oh. Was das denn, yo? Organization Boys. Meine Fresse hier und die Scheiße liegt. Moin, Jungs, hier, haben wir gar nicht gesehen. So, ist bald wieder vorbei, ne? Deswegen hier fix die Glocke an, nicht verpassen. Und hier unten dann der, was ist denn das? Was denn das? Playlist oder so. Hier reinhören, zuhören. Bis dann.